Schau, Oli, kennst du dich bei Kampfkunst aus? Wing Chun Kung Fu. Sin Mo. Hap Ki Do. Real Anis? Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe auch gesehen, dass ein Anis seine Kinder da sind. Wo? Wieso? Wo sind die? Er steht da herüben. Wohin geht's? In die Stadt. In die Innenstadt. Und was tust du dort? Ja, schauen. Aber wir wollen für die Schweiz setzen. Für die Schweiz. Was für die Schweiz? Ja, für die Schweiz. Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft, ja. Anis Kinder. Hapkido-Kinder und Kung-Fu. Kinder-Kung-Fu ist auch lustig. Ja. Du, und dann steht da aber noch Süd-Shaolin-Kung-Fu. Wenn die gewinnen wir dann auch. Geht das so? Ja, wir sind ein bisschen schwach. Ne? wir sind ein bisschen hinten da. Wir sind ein kleines Land. Nicht? Und die Auswahl. Die Schweiz ist ja viel größer. Ja, halb so groß. Und da liegen schon die Süd-Shaolin. Die Ziegel zum Auseinanderschlagen. Aha, ja, hauen wir auf aufs Bredel. Mit deinen 110 Kilo, wenn du aufhobst, vielleicht bricht was. Nein, warte, das machen wir anders. Nein, wenn wir mitspielen, nicht? Wir sind jetzt klein für das Ganze. Ja. Das ist ja, da sind ja Summen im Spiel. Und außerdem hat die Schweiz viel mehr Berg, wenn du die auswalkst, zum Beispiel mit einem Nudelwalker, dann ist sie viel größer als Österreich. Aber auch groß dann, ne? Ja, aber nicht so groß wie die Schweiz. Oder? Schon? Ja, die Hälfte ist die Schweiz. Die Hälfte hat die Schweiz Quadratmeter. Schimpft dann irgendwer, wenn der kaputt ist? Ich weiß nicht, zum Bauen werden sie nicht brauchen. Das ist ein Kampfkunstcenter. Bist du so stark? Ich hau drauf. Geht schon los. Pass aber auf, das tut weh. Fest. Aua. Mit Berg, wenn man es auswalkt? Naja, wenn man es auswalkt, dann hat ja Deutschland keinen Platz mehr, nicht? Und Italien. Das machen aber auch nichts. Das macht nichts, oder? Wenn Deutschland und Italien nicht mehr da ist. Nein, die Italiener brauchen wir schon. Die Italiener brauchen wir, die Deutschen nicht unbedingt. Ja, das gehört ja zu uns. Ne? Was ist? Was sagst du sie drauf? Den Ziegel jetzt immer, soll nicht mir die Knie brechen. Ja, wie soll ich das machen, wenn du es auf die Knie liegen hast? Die gehören zu uns, genau. Nicht umgekehrt, oder? Die Katastrophe in der Schweiz ist ja, dass kleiner ist wie wir und fast schon so viele Einwohner haben. Nicht? Das war ja ein Paradies einmal. Und jetzt diese Vielzahl an Einwanderern. Nicht? Ist der jetzt hin? Was ist denn passiert jetzt? Der ist hin, schau. Ja, eben. Aber nicht, weil du ihn. Ja, sicher, aber ihn hingehört. Ich war das. Schau, hin ist er. Geht sie ab und zu in die Moschee zur Abwechslung zur Kirche? Ja, die lassen die ja gar nicht rein, die rein ja nicht einmal mit dir. Ja, weil sie einen falschen Hut aufhabt, dann müsst ihr euch schon andere Deutschen aufsetzen. Nein, wir wollen uns ja nicht einschleichen in irgendeiner fremden Religion. Ne? Mal schauen, wie die tun, war eine schlecht. Ja, wir haben so schlechte Erfahrungen mit den Osmanen und mit diesen Ollen. Es ist eine Katastrophe. Was wollen wir da jetzt lernen? Ja, Kinder-Hapkido. Mit Anis Kinder zusammen. Mit Anis Kinder. Oh, oh. Schau, Oli, da ist schon ein Mechaniker. Ja. Warum sind schlug? Die Reifen zu hart oder was? Die werden weich geschlagen. Ja, die weißt du, die sind für den Sommer dann. Ja. Können wir das nochmal zeigen? Das ist für den richtigen Grip, oder? Nein, ist ja eine Katastrophe. Angenommen, wenn die wirklich da überhand nehmen. Nicht? Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Das ist ganz einfach geschichtliche Tatsache. Wenn die überhand. Und Angst, viel Angst halt. Nein, nicht. Wir, ja, kann da jeder kommen mit seinen Reifen? Ja, alle kann ich nicht ausschenken, gell? Und Wahl ist auch bald, wenn wollt ihr? Ja, ich will immer schwarz, ich soll eine Heimat. Ist ja von Haus aus, ist ja sehr schwarzer, ne? Ja, ist ja logisch. Ein Schwarzer? Von Haus aus, ein Schwarzer. Ja, ist ja logisch. Heimat! Eigentlich sind wir nicht wegen Ihnen da, sondern wir suchen die Kinder vom Ani. Ja. Wir haben gesehen, Anis Kinder trainieren da bei euch. Anis Kinder, also. Ja. Das ist eine philippinische Kampfkunst. Das ist hat nichts mit Schwarzenegger zu tun. Nein, das haben mich aber schon ein paar gefragt. Oli, schau, Gärtnerwirt. Ist das der Gärtner da? Ja, ich glaube. Von den Kanarischen. Sind Sie Heimgärtner? Nein, ich bin nichts Heimgärtner. Sondern? Nein, ich gehe nur rein da. Was tun Sie da drinnen? Ein Zettel holen, ein Menü. Deswegen habe ich dann Real Anis dazu geschrieben.
Das sind die echten Schwarzeneggers. Ja, genau. Nein, aber da draußen steht nämlich Anis Kinder. Und deswegen haben wir gedacht, die finden wir da jetzt. Ja. Anis Kinder? Nein, die Anis Kinder habe ich nicht. Aha. Weißt du, wem die Jacken gehört? Nein. Ein Ani. Das ist ein Anis eine Jacken. Das ist für einen Ani-Stockkampf und da zeige ich dir jetzt die schwarze Karten. Und was machst du jetzt? Jetzt können wir ein paar Sprungkicks noch machen. Bitte, mach. Also ich mache Kinderkampfkunst, das heißt, die Kinder lernen formen, die Kinder lernen kicken, die springen, Selbstverteidigung und so. Fußball spielen tut's auch? Zum Aufwärmen ab und zu. Weißt du, kannst die Kinder lernen kicken? Kicken. Mit den Füßen. So, so. Ha! Genau. Naja, ein Menü muss noch eine alte Frau bringen, eine 96-jährige Frau. Und wofür brauchst du einen Zettel? Ja, dass ich die ganze Woche weiß, wo es gibt, ne? Zum Essen, ne? Aha, das ja. Ist Essen auf Rädern. Ja, so ähnlich kann man sagen, aber... Das ist ganz Fuß, deswegen ist Essen auf Füßen. Ja, genau. Wing Chun Kung Fu. Was? Wing Chun Kung Fu. Wing Chun. Das ist eine chinesische Kampfkunst, was sehr direkte Selbstverteidigung ist. Ein bisschen herzeigen, kennt man schon was. Ja, ein bisschen zeigen, wie das ausschaut. So, genau. Jetzt sagen wir zuerst einmal... Kinder-Kung-Fu, wollen wir sagen. Bitte. Herr Essen auf Füßen. Was gibt's am Montag? Am Montag gibt's Rindfleisch. In Dillsauce mit Röstkartoffeln. Ja. Jawohl. Und am Donnerstag? Am Donnerstag, da muss ich erst schauen. Ungarisches Rindsgulasch mit Semmelknödel. Die Bewegungs. Du machst Kinder-Kung Fu, wir singen. Ja, Händchen klein singen wir dazu. Händchen klein ging allein in den weiten Wald hinein. Stock und Hut. Alles klar, so wie die Kicker. Ah. Genau. Ja. Da kommen die Fußballer auch zu dir, dass sie das lernen. Und was mache ich jetzt? Jetzt können wir auch so halten, jetzt können wir mit beiden Füßen gleichzeitig. Das ist Kinderhacke da, was du sagst. Und du sagst, wir singen 1, 2, 3. Alle meine Entlein schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen unter das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ist die Dame hakelig oder ist sie eh alles? Sie ist sehr hakelig. Ist sie hakelig? Ja. Also kommt es auch vor, dass ich sage, das mag ich nicht, jetzt was anderes kochen. Zum Großteil mag ich nicht, da muss ich noch aber anders später hinlaufen. Wirklich wahr? Ja, also ich, so alte Weiber kannst manchmal. Ich weiß bald auf, ich bald auf, ich bald hin und bald her, bald über See, bald unter See, das freut sich umso mehr. Es tut mir weh. Schau, der Herr Zmug, was sagst du? Ja, das war nicht schlecht. Tut das nicht weh? Ja, das ist lustig, das kennen die Fußballer nicht. Da muss ich jetzt mal schauen. Ziehen. Mein lieber Freund. Ja, alle bin ich froh, dass ich die Westen vom Arne anhabe. Ja. Südscholin ist ein Stil, wo du eher sehr harte Techniken, Abhärtungstechniken und so weiter machst, tiefe Stellungen. Ja. Und auch für den Hausgebrauch? Eher weniger. Eher weniger. Sagen wir mal was aus dem Südscholin vielleicht, was da aus dem Südscholin. Was können wir da singen? Kung Fu Fighting singen wir da. Wieso bringen Sie der Dame überhaupt was? Kennen Sie das schon länger? Ich kenne schon länger Sie. Was, wenn Sie nicht mehr, von dritten Stock nicht mehr runter kann, was soll ich machen? Ja. Da müssen Sie helfen. Ja, ja, man, dann hilft man wenigstens nicht. Ja. Es gibt mir schon so wenig Menschen, die da wirklich helfen. Aber du hast gar keine Westen vom Arne an, mein Lieber. Da Helcher, der muss da oben. Wo muss ich hin? Gut. Ist alles okay? Da kommst du hin? Bisschen weiter auseinander, oder? Machst du einen Spagat dann endlich? Nein, das singen wir bei Kung Fu nachher. Das okay. Können wir nicht jetzt singen. Na gut, dann halt nicht. Jetzt singen wir bei Südschaulin, singen wir der Sonne entgegen. Der ja? Sonne entgegen. Gut, geht schon? Bitte. Der Sonne entgegen, frei wie der Wind. Fang das Licht. Oder wie heißt das? Oder jetzt gefangen das Licht? Ich glaube, ja. Das hat jetzt auch ausgeholt. Für mich schaut das alles gleich aus. Na wirklich nicht. Kann ich das dann auslassen? Oder was tue ich mit dem? Auslassen. Ja, die Jeanshosen. Jeanshosen. Ja. Herr Zmug, wir fliegen. Oh, hoppala. Ja. Gut. So geht's. Und jetzt gehen wir. Ich habe ja mit Kampfkunst überhaupt nichts am Hut, weil ich habe immer Angst, dass da Leute reinkommen, die nur kämpfen lernen wollen, damit sie im Wirtshaus ihre Feinde schneller niederschlagen wollen. Und denen möchte ich den roten Knüppel auf den Kopf hauen. Lass mich mal. Hopp. Sie täten das aber auch nicht für jeden machen, oder? Wenn er mir dankbar ist schon. Sie, ich bin in der Pension, warum soll ich es nicht machen? Ob ich jetzt beim Fenster rausschaue? Sie machen kein Geschäft draus, die Dame zahlt Ihnen nicht. Nein, das ist, ich meine, das ist gut.
Willigkeit, ne? In der Kampfkunst lernst du körperlich und auch mental zu trainieren. Mhm. Und du lernst auch viel Koordination und so weiter. Und unter Anführungszeichen, aber jetzt als Schläger, der will halt schnell in 2 Wochen was lernen, was er sofort verwenden kann und geht dann wieder. Und der verliert bei dir die Geduld? Der verliert die Geduld. Wie verabschiedet man sie in der Kampfkunstszene? Ja, unterschiedlich. Im Hapkido. Jihad! Gingi! Jihad, der heilige Krieg. Jihad. Achtung. Gingi, Verbeugung. Gingi. Kamsam haben die da. Danke für die Jihad! Jihad! Gingi! Gingi! Ja. Machen wir das alle gemeinsam einmal? Das gehört so. Oder macht man es hintereinander? Linker Fuß zum rechten. Linker also Fuß. Normal mache ich das. Tschüss! Kurze Zwischenfrage, was kann das da sein? Das Kugel, das da oben hängt. Warte, ich muss das einmal erwischen. Ja. Das Garagentor öffnen. Ich wollte auf ein Ziel. Also mit Langstock und so versucht man da nicht zu treffen. Halt einmal, ich probiere das jetzt. Wo ist der Langstock? 3, 2, 1. Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fast as lightning. Und da geht man her mit meinem Billard spielen, ja, oder? Ja, ein bisschen weiter weg. Ja, komm nicht. Ja, geh. Was? Ja, einen Meter weg. Ja, einen Meter weg. Grüß Gott, Sie sind die Frau Gärtner? Nein. Nicht? Wer sind Sie? Sind Sie Gärtnerin oder Kölnerin? Kölnerin. Ja. Wieso heißt es da, Gärtner wird? Das müssen Sie unsere Chefs fragen. Wie ihr mal? Ja, du sollst mal vorgehen, dann schaut es nicht so gut aus, wenn ich daneben sitze. Also normal war das hier, dass du hier absetzt, jetzt ziehst du ran und jetzt kommt der Schuss. Aha. Du, da hinten fliegen die Schraubenzieher ein bisschen tief. Ich glaube, er repariert gerade was, aber mir ist das ein bisschen zu gefährlich. Ich setze da in Helm auf. Wie lange machst du das schon? Ja, fast 20 Jahre. Wie alt bist du jetzt? 33. 33. Mit 12 angefangen, mit Kinderhapkido. Mit Kinderhapkido, ja. Ja, da ist der Chef. Grüß Gott, Herr Chef. Sie sind der Gärtner? Wird nicht. Gärtner oder Koch? Beides. Zuerst anbauen, dann verkochen. So ist es. Und ihr habt Opa-Hapkido auch, wenn der Opa kommt? Das ist kombiniert. Das ist kombiniert, weil das Glas ist dran. Alles, was du so mit den Stöcken machen kannst, kannst du damit so einen Stock machen. Das aus dem Hapkido und im Anis drinnen. Alles klar. Schau, Opa-Hapkido ist das. Opa-Hapkido. Herr Gärtner, wieder eine andere Frage. Da hinten hängt der Polizeikapperl, habe ich gesagt, müssen wir jetzt Angst haben? Nein. Nicht? Wem gehört denn das? Ein Geschenk von Herrn Stadtrat Mädel an meiner Gattin. An die Gattin? Zum 30. Jubiläum. Schauen wir alle, was da alles gibt. Der klassische Polizeischlagprügel. Das ist für die Jungs mit ein bisschen weniger Ausbildung, oder? Das macht man aber auch nicht. Das heißt, prinzipiell die Polizei verwendet es hauptsächlich so. Aber das ist ja nichts mehr offiziell, gell? Nein, nein. Das ist schon ein Auslaufmodell. Ja, ja, schon Auslaufmodell. Das war der letzte, war ich im 4. Bezirk. Ja. Bezirksinspektor oder was. Und ja, hauptsächlich tun wir eigentlich mit diesen Ziegen eben halten, bis man nicht mehr kann. Also zum Kraftaufbau verschiedene Übungen machen. Mit diesen Steinen, also klassisches Aha. Training. Wieso heißt es so Gärtner wird? Eigentlich meine Eltern haben eine Gärtnerei besitzt. Deswegen gibt es mir. Und in der Umgebung waren von Jahren lauter Gärtnereien gewesen. Und ich auch? Das ist wie das Biergeld stemmen, gell? Ja, ja. So, geht schon los. Ist schon recht. So muss stehen, das gehört. Komm runter. Ich bin aber beidseitig belastet. Das ist nicht fair. Sag mal, ich nicht. Und da muss man lächeln dabei. Ja, ich lächle eh schon. Oli, was sagst du zu mir als Autoritätsperson? Als was? Als Autoritätsperson. Als was? Autoritätsperson. Hat nichts mit Autofahren zu tun. Deswegen habe ich jetzt dreimal nachgefragt, weil das kannst du nicht ernst meinen. Schaut, dass man die jetzt nicht sieht. Die sieht man aber, Freund. Sitzt nur ein bisschen an jetzt. Ich bin ein bisschen in Ferie. Schön gerade, damit ja, das Glas nicht ausschütten. So. Ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen. Wie lange sitzt der Bäri da? Wie lange geht das bei dir? Ja, wie ich Zeit habe, gell? Wie ich Zeit hast. Schau, alle da drüben sitzen die fleißigen Gärtnerinnen im Garten. Jetzt haben wir es gefunden. Äpfelbäume im Garten. Ja, oh, drüben sind es. Äpfelbäume haben sie im Garten. Grüß Gott, die Gärtnerinnen bei der Mittagspause. Ganz schüchtern. So, was machst du da? Musst du was reparieren? Ich würde dann dazu schießen.
Alles klar. Ja. Aber eine Schrauben kannst du auf die Distanz verschrauben. Ja, du dann die Leisten durchschrauben, gell? Ja. Das ist, die Leute kennen es zwar von die dem. Die Unterarmübung. Ja. Genau. Ja. Hau eine mal jetzt da, Zielschießen. Schau die schöne Aussicht, da schaut die Dame gleich zum Adler um. Wir tun eine Fotografie. Pass es auf, ich bin eine Autoritätsperson. Sie müssen mir Rede und Antwort stellen, ja? Ja, ja. Aha. Wolltest du jetzt da den Simmer treffen? Nein, nein, ich wollte die Platten schonen. Okay, alles klar. Das ist ja, gut. Das sind schon alle hin. Stimmt das so? Stehen. Stehen. Nicht stellen. Ich stelle. Stellen tust du, die Dame muss stellen. Sie können aber sitzen bleiben, muss sie Antwort stellen. Stimmt das? Jetzt stimmt's. Antwort stehen. Und nicht stellen. Auf die Rede. Ja. Fragen stellen, Antwort stehen. Es ist kompliziert, aber es passt. So, damit du einen Trall gehen. Ja, okay. Kannst. Ich probiere halt einmal. Ja. Ihr redet da, weil ich mache meine Übung. Und dann Achtung, muss mich konzentrieren. Beim Messer werfen hat man eigentlich drin. Schauen. Und dann habe ich mich über die Bande. Hast du, war nicht schlecht, gell? Links geschossen und. Fast oben und unten. Viel zum Umgraben haben sie da nicht als Gärtnerinnen bei den Waschbetonplatten. Ja, zum Glück, weil es viel zu heiß für das, also für das Umgraben. Wird jetzt also gar nichts gearbeitet momentan, weil es so heiß ist bei euch? Nein. Gar nichts. So. Der steckt aber. Der steckt hinten, schau. Wo hinten? Der ist durchgegangen? Ja, der steckt hinten. Ja. Da. Also ich war da, wo ich ihn hergesteckt, gell? Wo steckt er? Wo? Na ja, genau. Was trinkt ihr da? Viertel rot? Nein, nicht ganz. Fast. Cola rot oder was ist es? Nein, Cola rot, sowas gibt's nicht bei mir. Ja, Oli, weißt du, was das ist? Das sind die Helme vom Arni. Arnis Helme, ja. Und genau den Helm hat er aufgehabt, wie er hinten beim Rüdiger auf dem Moped umgesessen ist, dem er heute noch das Benzingeld schuldig ist. Ja. Ja. Ihr könnt euch alle erinnern, oder? Die Geschichte vom Rüdiger, der einen Arni heimgeführt hat mit dem Moped. Rüdiger und sein Sherry sind heute noch traurig, dass sie das Geld nicht gekriegt haben. Sagen Sie auch was, oder? Sind Sie beschäftigt, dass Sie keine erkennen? Na, die Dame meditiert in der Mittagspause. Die schaut immer den Adler an. Die schaut den Adler an. Ja. So, Baseballhandschuhe haben Sie auch da? Nein, das ist zum Austeilen der klassischen Backpfeife. Oder? Stimmt das? Auch. Ja? Ja. Gut, dann machen wir dazu und dann klatsche ich da mal ordentlich rein. Der Watschenmann im Brot, da hat er so sowas. Wie ist es eigentlich mit so einer Gesprächspartnerin? Lustig, voll lustig. Lustig, ja, obwohl sie nichts sagt und sie die ganze Zeit nur die Hand festgestellt hat. No. Haben sie viel Kummer. Nein. Jetzt wird sie heiß. Jetzt gehen wir. Alles klar. Danke. Also schauen, dass es Deckung haltet und so weiter, aber man kann natürlich die ganzen Schläge üben. Ja? Das heißt, hier Punch, Schläge und so weiter. Ja. Und so weiter. Und da sind Schildkröten drin. Schildkröten sind auch drin. Was tun sie mit den Schildkröten? Ja, vielleicht gibt es im Herbst eine Suppe. Schildkrötensuppe? Nein. Nicht. Ist Haustier. Haustiere. Wie viele gibt es da? Schaff, für meine einmal. Ja. Fünf Schildkröten? Fünf. Du, ja, mein Lieber, mach einmal so richtig vor der Kamera so eine richtige Aktion jetzt mit dem Schirm. Das hätte mir gefallen. Ja. Was soll ich machen? So, ja, was geht? Dass die Optik noch ganz bleibt. So, und dann aufspannen und so ein bisschen lastiv vorbeigehen, ja. Du weißt, tänzeln wie die Mary Poppins, du kennst das. Wie geht das so? Ja, genau, ja. Und drehen den Schirm. Und auf einmal fängst du aber an, gehst aus dir heraus und fängst zum Kämpfen an. Ja, genau, dann machst Meter, aber mit, nur mit den Füßen. Völlig unerwartet. Haben Sie schon mal runde Draht bei den Schildkröten da drinnen? Nein. Nicht? Sind da überhaupt welche? Ja. Fünf Stück? Fünf Stück? Ja. Nein, ich nicht. Nein. Können Sie nicht gut schwimmen? Nein. Wie heißt das zum Beispiel beim Kung Fu? Gibt es da nicht irgendwelche wirklichen Kampfritualsprüche? Laute? Lautes Schreien oder irgendwas? Was da ha! So irgendwas. Ja, es gibt schon Schreie, also es kommt drauf an, ja? Ja. Also, schrei mal. Ei! La! La ist für Abwehr zum Beispiel. Ja. To! Ist für Angriff. La! To! Ah, die Frau Gärtnerwirt, grüß Gott. Grüß Gott, Frau Gärtnerwirt. Wir haben gerade alles angeschaut bei. Und, wie gefällt es euch? Schön ist. Sehr schön ist. Am meisten hat uns ihr Mützen getaugt. Gell, das war super. Und ich, heißt, ich bin dran, oder? I-A, das Chinesische. I-A, ich bin auch dran. Das merken Sie auch nicht. I-A. I-A! Ja, genau. Ja, alles klar. Wer von euch zwei ist der wahre Chef vom Gärtnerwirt? Er ist der wahre Chef. Wieso kriegen Sie dann ein Kappel geschenkt? Wieso? Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verdient irgendwie. Olli, schau, was wir da haben.
die Chinesen-Stabel, aber das sind nicht die Holzstabel, sondern die Plastikstabel, gell? Ja. Und was machen wir jetzt mit denen? Das könnte man jetzt am Hals ansetzen und dann zerbrechen. Ja? Ja. Sag einmal vor, wie das geht. Nachmachen. Sollen wir nicht zu Hause nachmachen? Ja. Und so die Dame hat gesagt, sie kommt gerade aus dem Garten. Ja. Warum sind sie dann jetzt beim Gärtnerwirt, wenn sie selber einen Garten haben? Aha. Der Herd ist ausgeschalten, dann zwickt der Strahm am Bei ihnen ist die Kugel kalt mit einem Wort. Die Küche ist kalt. Ihnen ist aber nicht kalt. Nein, ich weiß das jetzt. Und ich hau da jetzt drauf. Nein. Na bitte. Du, nein. Aber die Verabschiedung haben wir eh schon draht. Das heißt, wenn ich es jetzt zweit reinhaue, dann lass man einfach liegen da und gehen, oder? Ich gehe nicht, weil mir wird schlecht. Du musst jetzt nur draufbleiben. Der klassische Fächer, wie oft muss man da wacheln, dass man... Da muss man wacheln, ja, ziemlich auf die Braucher dann wacheln. Ja, da gibt es also ein Kabel mit einem Ventilator vor einem Schild. Ach so, ja. Ja. Macht keinen Blödsinn, bitte. Einfach nur draufhauen und wieder wegziehen. Bitte macht keinen Blödsinn. So. Geht? Habe ich das auch? Ich weiß nicht. Das war aber nichts wegen der Frisur, oder? Ja, das ist es ja wieder. Genau, da muss man selber. Außerdem kann man die Unterarm trainieren. Gibt es da sowas ähnliches wie ein Fächerarm, wie ein Tennisarm, so ähnlich? Für ein Tennis. Haben die Chinesen erfreut, wenn du mit den Stabern lauffährst? Nein, der habe ich mir nicht im China-Restaurant geholt. Der haben zwei nicht gehabt, weißt du? Das ist nämlich ziemlich hart, nicht? Ja. Ja. Der Bäri lebt und ich glaube, wir gehen jetzt da, oder? Bevor wir irgendeinen Blödsinn machen. Jetzt gehen wir wirklich, bevor du das auch noch probieren willst. Ja, dann wacheln's. Auf Wiederschauen. Na, da, eine wacheln, die Kamera. Ein paar wacheln, das ist ganz wichtig. So, Wiederschauen, Mahlzeit. Tschau! Ging geht! Gut.